Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part Far Cry 5. Ist okay. Okay. So, ich muss einmal kurz. Bevor am Anfang. Okay, den Typ kann ich noch nicht benutzen. Jetzt sind 5 Minuten oder so. Da ist er. Okay, mal weg. Ich wollte nämlich eigentlich eine Nebenmission machen. Und zwar hier. Jetzt hat den Konflikt oder was, Mann. Ah toll, was passiert hier? Geht ja schon wieder drunter und drüber, ne? Was sagst du hier? Das ist eine bessere Stelle. Du hast Grace geholfen. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Alles klar. So kann man den Puls auch hochtreiben. Dann macht das nicht vorne. Bereit. Klingt gut. Ein Kumpel im Kampf ist eine gute Idee. Ich folge dir. Ja, finde ich auch. Das ist immer eine gute Idee. Okay, let's go. Dann machen wir jetzt eine Nebenmission. Alter. Oh ja. Hä? Hey! Jetzt habe ich nur noch Brandpfeile. Hallo? Wollte ich gar nicht. So, ich habe 2 normale, 2 Brand, oder was? Entschuldigung. 2 von 6 und 2 von 13. Heißt das, wenn ich die normalen Pfeile abwerfe oder abdingse, dann sind auch die Brandpfeile weg? Denn bei Pfeile brauche ich so oder so, wa? Bin direkt hinter dir! Ja, ist gut. Heute ist übrigens der große Tag, Alter. Hier die britische Hochzeit. Allerdings juckt mich das einfach mal gar nicht. Und ich zock lieber Far Cry 5. Geh da lang. Sonst ist hier nix. Nee, okay. Ja, welche machen meine Perle denn? Oh, da ist ja noch einer. Seilrutscher benutzen ist jetzt gerade nicht so drin, glaube ich. Jetzt irgendwie dahin gehen oder so? Nein! Oh mein Gott, du. Ich schau mal, was geht. Mach das schnell weg. Hätte den vielleicht nicht verbrennen sollen. Ich rücke vor. Das ist jetzt nicht so geil. Na toll. Nein! Ach Mann! Ich wollte sein. Wieso verbrenne ich den da auch, Alter? Fuck, Mann. Bin gerade irgendwie nicht so krass. Okay, Leute, wir machen das jetzt anders. Pass auf. Und zwar mit Tektons. Tektons? Sollte leicht werden. Ich suche mir eine bessere Position. Oh. Okay. Lass mal bitte mit den Pfeilen, danke. Oh, dünner. Damit habe ich ein bisschen ein Problem.
Du Wichser! Ach man, das gibt's doch nicht! Ich war gerade voll konzentriert, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Okay. Next try, wir machen das. Wir müssen die irgendwie. Wir versuchen die jetzt einfach mal mit. Boah, da kannst du bitte einfach mal irgendwie weggehen. Dahin oder so. Okay, ich mach's schnell. Danke. Das ist mir zu eng hier. Okay. Okay, verstanden. Oh ne, jetzt kommt die wieder und benutzt die Seilrutsche, wa? Rose. Schon wieder. Es ist doch nicht normal. Vielleicht lassen wir uns laufen. Nummer uno. Sie werden uns nicht helfen. Das kommt alles in Ordnung. Was zum Teufel geht hier vor sich? Komm schon. Legt sich da wer mit mir an? Lol. Ich hab kurz überlegt, ob ich den einfach erschießen soll, aber das war auch lustig. Jetzt geht's los! Nein, 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 nein! Ich folge dir! Du bleibst da hinten. Sie werden uns nicht helfen. Ich hab mich nicht zum Babysitten gemeldet. Was ist mit dir, Boy? Vielleicht lassen Sie uns laufen. Das habe ich bestens gehört. Sie werden uns nicht halten. Ist da noch einer? Nee, ne? Alles klar. Leute. Das läuft gerade echt gut. Ich will hier nicht sterben. Ich will die Schuld ausweichen. Danke. Unfassbar, dass diese. Oh nein. Bam. Vielleicht sollte ich besser was anderes machen. Hol mich hier raus. Lassen Sie uns laufen. Bitte, mein Leben. Zeig mir den Weg. So, let's go, Leute. So wollte ich das von Anfang an machen. Ich werde den Widerstand nicht enttäuschen. Da sind befreit, ja. Ich habe mich da auch befreit. Eskortiere, okay. Erstmal will ich die Map hier. Danke. Leute, was ist denn mit euch? Geh mal weg. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Du bist gerade dreimal gestorben oder so. Dude. Ich kann nicht was da kaufen. Wo muss ich die denn eskortieren? Ach, 370 Meter in die Dings. Kaufe hier Boot und Wasserflugzeuge und passe sie an. Ne, passen aber nicht alle in Wasserflugzeug, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass da gleich noch Feinde kommen. Weswegen ich die auch eskortieren soll. Nur noch 4 Feinde. Ich gehe da lang. Okay, ich kann bei dir bleiben. Jetzt geht's
los! Ich wechsle die Stellung! Oh nö, habt ihr die jetzt echt beschossen? Oh Boys, Alter. Ja, hart verkackt, Alter. Kommt schon, Leute. Jetzt schnell durch den Alligator-Sumpf hier. Okay, du hast gesagt. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Go, Boys. Oh, ist ein Scharfschütze. Greif den an, der Wichser. Weg mit dir. Hast du nicht gerade für eine Frau geirrt? Egal. So sollte das von Anfang an laufen, Alter. Zum Glück, Mann. Du warst nur, du fährst dich zu weit, was? Boys, komm her. Der Ärger verfolgt dich, also mache ich das auch. Ja, genau. Besser ist er, glaube ich. Okay, Bogenschützen ist irgendwie nicht so geil, wie ich immer dachte. Vielleicht ist die Spezialistin mit dem Bogen irgendwie geiler. Meins. Bis du es uns zurückgegeben hast, hat mir nie viel an Force End gelegen. Oh nein. Fuck, jetzt bin ich. Jetzt ist du musst den Verstand verloren haben. Oh, sorry, gut. Cool, Sniper. Den nehme ich mit. Aber das Problem ist, ich habe hierfür keine Pfeile mehr. Ist Jones Bunker entkommen? Holla die Waldfee. Doch, ich habe noch 12 Pfeile, Alter. Was eine Lüge. Nehme ich die Schrotze jetzt? Und den Bogen, Alter. Dann ist der Bogen geiler. Ich nehme den Bogen und zur Not habe ich den Sniper. Ach, guck mal, warte, mit dir kann ich noch reden. Du bist nicht da. Unser Speer sagt, auf der Kellett Farm töten die Kultisten alles, was vier Beine hat. Die Kellett sind rechtschaffende Leute. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Alles klar. Aus dem Posten. Ja, das Ding ist halt, dass ich schon. Du musst einen Weg in diesen Bunker finden. Schon fast wieder auf 100% bin. Und jetzt erstmal den Typen haben will. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Damit der Angriff. Das Problem ist, ich seh's nicht. Shit. Ich sehe das Ziel. Jetzt siehst du das. So, weil der. Ich habe keinen Bock, dass ich wieder mit Blitzkin zugenebelt werde. Oh nein. Komm, mach ihn weg. Mach ihn weg, Alter. Erstmal gucke ich jetzt aber. Wo sind wir? Wir sind hier ganz außen. Das ist schön und gut. Hier war ein Wasserflugzeug, oder? Ey. Da ist ein Boot. Hier ist auch ein Flugzeugladen. Flugzeug wäre nämlich ganz cool. Das ist die Kellett Farm, wa? Bevor ihr den Sekten außenposten, naja. Ich würde sagen, wir fahren. Oder wir fliegen? Wir gehen erstmal dahin zum Flugzeug. Und dann. Ah, ne, wir können auch schnell reisen, man. Das ist eigentlich ganz geil. Kann ich hier? Kann ich hier Falls End und so? Kann ich da eine Schnellreise hin machen? Schnellreise, geht das irgendwie? Hallo? Nee, keine Schnellreise verfügbar. Nur zu Außenposten oder was? Das ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Aber okay, dann gehen wir mal hier. Und dann nehmen wir das Flugzeug und fahren in der Stadt. Das ist jetzt zur nächsten Mission. Zur Story-Mission am besten. Weil wir haben jetzt. Wir sind schon wieder so weit mit diesen komischen Balken, dass ich echt ein bisschen. Schiss habe.
Oh, nice. Ich sehe irgendwas nicht richtig funktioniert. So viel Buße, so viele Beichten. So viel, was du für mich und Edensgate getan hast, doch es ist nicht genug. Oder, John? Trenn dich von deiner Vergangenheit. Okay. Du musst dein Herz öffnen. Du musst erkennen, dass um dich herum so viel mehr Liebe ist. Auf lange Sicht werden uns all der Schmerz und all das Leid, das du verbreitest, nicht weiterhelfen. Deine Taten nähren nur die Sünde in dir. Sie wird stärker werden. Sie wird dich zu Bösartigem antreiben. Auch die, denen du zu tiefe Narben zufügst, werden heilen. Sie werden zu Trägern deiner Sünde. Sie werden andere damit anstecken. Das hört sich ja echt interessant an, aber... Ich habe deinen Tod in einer Vision gesehen. Na toll, jetzt ist Ende für John, Alter. Du bist dazu ausersehen, Opfer deiner eigenen Sünde zu werden. Also, sie wird in einer neuen Form wiederkehren. Es ist nur die Frage, wann. Ich habe dich jung sterben sehen. Na toll. Ich habe dich alt sterben sehen. Was? Der langsam glaube ich nicht mehr dran. Ausgang liegt darin, wie viel Liebe du in dein Herz lässt. Ich bete, dass du diese Worte hörst, bevor es zu spät ist. Ich will dich in dem Paradies, auf das wir uns vorbereiten, alt werden sehen. Ja. Ich liebe dich, Bruder. Bruder? Ich liebe dich. War das jetzt Jacob? Egal. Auf jeden Fall sind wir hier und wir haben hier erstmal eine Nebenmission. Jetzt, wo er nicht mehr da ist, wollte ich sie mir holen und damit jeden Peggy umnieten, der mir vor die Räder kommt. Ah, ne, ist Prepper versteckt, okay. Das, wisst ihr was, das Prepper versteckt hat, machen wir noch. Und das ist wow. Ist ja übelst weit weg, Mann. Ja, okay, ja, okay, das Prepper versteckt. Falls ihr Flugzeug ist, machen wir das noch. Hallo, danke für deine harte Arbeit. Danke für die Hilfe. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Wo sind die Flugzeuge da? Da. Da ist das Rollfeld. Hier sind die Flugzeuge. Und auch keine Flugzeuge. Skandal! Auf der Karte sind die Flugzeuge. Hä? Ah, da! Anga! Shop-Produkte werden abgerufen. Zwei Fübel, ja, klar, ist klar. 2,8, Mann? Mann. Was ist das? Lauffeuer. Okay, auch gut. Das sind ja alle nur anders, das kann nicht sein. Wow, gesperrt. 7-2 wahrscheinlich, man. Ja, ne. Erfahrung, würde ich sagen. Danke. Mit meinem Vogel können wir einigen Schaden anrichten. Das ist ja nice. Du hast deinen Vogel, ich hab deinen Vogel, alle haben deinen Vogel, alle sind happy. Und wir gehen jetzt zum Prepper-Versteck. Mein vogelfreier Freund. Da jetzt glaube ich ein bisschen länger mit dem Fliegen, ja? Wow. Das war der gar nicht, kann das sein? Man weiß das gar nicht so. Das Ding nur noch richtig landen, aber dann kann ich damit auch gleich wieder starten. Das ist doch mega geil. Zählt auch nichts. Egal. Kommt schon.
Oh, vielleicht soll ich da doch nicht landen. Perfekt gelandet. Weg mit ihm. Angriff. Weg mit ihm. So, haben wir noch was? Nee, ne? Ich glaube, da hat man alle. Einmal, zweimal. Prepper-Notiz. An jeden, der da draußen gegen die Sekte kämpft. Die Peggys haben mir alles genommen. Meine Farm, meine Frau, alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Ist... What? Achso. Alles, was ich noch habe, ist hier versteckt. Das ist ja versteckt, seine Frau. Es gibt einen geheimen Eingang zum Bunker und zur Werkstatt. Benutzt das, was ihr drin findet, um diese Wichser ordentlich büßen zu lassen. Alles klar, Boy. Ich habe das gefunden und ich werde es benutzen. Oh ne, da ist wieder Musik drin, Mann. Ich will eigentlich nirgendwo rein, wo es Musik gibt. Okay. Ich muss da hoch. Man lässt mich da hochklettern. Ich kann ziemlich hoch meine Füße. Hochheben. So, kann ich da irgendwie mit dem Wagen oder so hoch? Oder gibt's hier drin etwas? Plündern, ich bin voll. Tritt die Werkstatt, ja, super. Das ist ja eine clevere Ansage. Das hat auch überall Dings drin, ne? Okay, da klappt mein Plan vielleicht gar nicht, aber ist egal. Ja, ich sollte den Wagen wird schon anders entscheiden. Erstmal die Musik aus. Letzter Part wurde nämlich schon wieder gefleckt. Ah, fuck. Los, ich muss ganz nah ran. Okay, danke. So. Und jetzt kann ich nämlich easy. Kann ich nicht easy. Kann ich easy hier drauf und die Werkstatt betreten. Ah, ich hätte auch einfach von außen, glaube ich, da durchballern können. Das habe ich nicht gesehen. Auch gut, ich habe das einfach das Riesentor nicht gesehen. Ja, ich betrete das doch schon. Oh. Ach, guck mal, hier steht zufällig ein Wagen mit einer Anhängerkupplung. Das ist ja zufällig gut. Zum Glück macht er das automatisch, oder? Nice. Danke, Auto mit Anhängerkupplung. Hui! Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Außer die Dings Pumps des Jahres. So, plündern. Ja, war es das nicht schon? Ach, guck mal, da gibt's noch mehr, okay. Ist weg. Und ich kriege jetzt. Gebt mir die Vorteilspunkte, Leute. Ach, jetzt geht automatisch auf, wenn man hier drin ist. Auch gut. Nice. Zack. Ich bin voll. Was ist das? Na, sag mal. Nice, das heißt, ich habe eine Garage und einen krassen neuen Truck, Alter.
Das ist doch sick. Ich will mal sagen, mit dieser geilen neuen Karre verlassen wir auch dann das Game. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Ach, bevor ich es vergesse, Vorteilspunkte. Bogen. Und ja, den Rest machen wir im nächsten Part. Tschüss, Leute.